Was hast du denn für ein Problem? Oh mein Gott. Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Gunshot. Ja, mein neues Projekt steht an. Mittelerde, Mordors Schatten. Wie ich euch in einem Infovideo schon mal angekündigt hatte oder bei meinen Watch Dogs Let's Plays, dass ich dieses Spiel auch spielen werde. Ja, hier sind wir nu. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe nichts vorher mir angeschaut, jetzt großartig, außer natürlich die Trailer dazu. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, wie es losgeht. Ich halte die Fresse. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Okay. Konter. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater. Mit der Steuerung vertraut gemacht, das finde ich gut. Ja. Hart genug. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Oh Gott. Links Shift gedrückt und tippe links um eine Hinrichtung auszuführen. Okay. Oh. Denk an deine Ausbildung. Leertaste gedrückt, um zu sprinten. Ja, du? Wir gewinnen. Ach so, jetzt direkt kämpfen. Na denn? Steuerung umgreift und werfen. Ja.
Los, mach hin da. Warum gibt er ihm denn nicht einen Ultimus-Schlag hier? Geht doch. Diese Orks sind wild als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Der Tod hat dich verstoßen. Auf deinem Weg. Also die Grafik ist doch mal richtig gut. Halte links Shift, drück Strande von und Fallas, schlaf in silbrig Mondenschein, verschaff dir sie. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Gut. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Wir sollten wie Krieger kämpfen, anstatt Leichen zu fleddern. Ihr scheint Silber zu sein. Lass uns gehen. Fertig. Ja, roter Tag. Köstlich. Hier wird nicht gefaulenzt. Wir müssen zurück in die Schlacht. Jawohl. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Ach du Scheiße, was ist er denn?
nicht vorstellen. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Asna! Durmatulu! Asna! Kimadu! Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr. Okay. Gut. Viel Intros, viel Videoszenen jetzt in der ersten Folge von Let's Play Mordors Schatten. Aber das gehört halt irgendwann mal wieder dazu. Ja. Das Erneuern von Schmiedetürmen. Schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Gut. Ist das jetzt ein Währungszeichen? Ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir mal. Leg dich nach vorne, um den Vorsprung abzuspringen. Ja, mal so einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Solchen Bogen. Jungs, halte rechts gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Mhm. Ah, ich bin eben mehr der Schwertkämpfer. Sollst für deine Taten leiden. Halt eh in der Nähe des Ver- Mensch, ich darf dich mal lesen hier! Hat er gesagt? Mhm. Auf für den Fall! Etwas weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven, der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. Dieses
sind die Hauptmänner von Sauron Samael. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Du geleitest, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Mhm. Okay, jetzt haben wir für den schon ein paar Informationen. Okay. Zu besiegen. 5, naja gut. Müssen wir gucken, ob 5 schon schwierig sein sollte. Da ist der. Gut, markiert. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Goldene Symbole setzen die Handlung fort. Haupthandlung. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Okay. Okay. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Okay, ich kann zwischen den Dingern wechseln. Ah, die Grafik ist ja mal Hammer, oder? Leute. Fleisch und Gemetzel. Schmerz und Leid. Ich denke ja, dass sie gar nicht träumen. Ihnen fehlt das Herz dafür. Aber ja doch. Sie träumen vom Schatten ihres dunklen Herrschers, der sich gnadenlos über ganz Mittelerde ausbreitet. Okay, wollen wir uns mal ein bisschen austoben, nicht wahr? Oh, die schmeißen! Okay, das Symbol über den Kopf eines Urks zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass er eine Auflage ist untersucht? Bedeutet, dass er sich entdeckt hat? Okay. Oh, oh. Wir Aasvögel riechen den Tod. Wir wissen, wo er sich versteckt. Gut, den hatte ich jetzt übersehen. Bereit für euch, mein Würfer! Eisläufer! Beweg dich nicht, oder ich treff! Enter und daneben! Tötet den Mann! Oh, jetzt stecke ich gleich ein hier. Los! Los! Komm hier nicht in Ruhe dazu, um die abschließende Exekution durchzuführen hier. Fähigkeitspunkte halten, das ist ja schon mal schön. Ja, los, ein bisschen. Ich
Ah, hat er so ein paar Freunde geholt, die feige Sau. Alter, mit der Fackel. Ich zerre mal mit Das werden ein paar mehr. Jetzt kriege ich gleich einen Besuch hier, glaube ich. Sag mal. Jetzt verliere ich. Du verlierst nächstes Mal. Ah, komm, 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 gut, ich krieg ich. Den nicht. Mist. Ah, da kommt ja auch schon der Rest. Was kommen denn hier noch? Nur schon Schafauge. Die nehmen gar kein Ende, die dreckigen Spacken hier. Was jetzt? Einführung, letzte Chance. Bewege das Symbol mit in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um ein Konter auszuführen. Okay. Oh. Das heißt, ich bin schon ziemlich am Ende. Holt euch seinen Kopf! Okay. So sterben alle Feinde der Uru. Das passiert also, wenn man es scheiße macht. Aber ich wollte zum ersten Mal auch mal so einen Kampf haben zum Trainieren. Aber ich habe jetzt ja schon einige kennengelernt. Okay, das sind alles so Nebenziele. Das ist mein Hauptziel. Genau. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Eingabefähigkeit freischalten. Oh, jetzt geht es los. Sammle Erfahrungspunkte. Okay, okay, okay. Löse Machtkämpfe aus dem Schnell an P, Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Gut, das kennen wir aus anderen Games schon.
Jetzt können wir uns erstmal aussuchen, was wir denn hier nehmen. Fähigkeiten, Attribut. Okay, das geht um die Währung hier. Die haben wir noch nicht. Fortschritt. Okay. Gut. Eigentlich sehr übersichtlich. Was haben wir hier? Das ist die Hinrichtung. Drücke F. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Das klingt schon mal geil. Aufprall. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts. Ist auch ganz okay. Ausschaltmanöver aus der Luft. Ja, hat so ein bisschen was von Assassin's Creed. Elben gleiches Geschick. Stimme deine Landung genau ab, wenn du dich in der Hindernisse um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsbonus. Und dann haben wir hier noch Schieße auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Und hier haben wir betäubte Feinde mit E antippen und lass deine Klingenhagel auf sie niederregnen. Warum ist das jetzt so hervorgehoben? Gucken wir mal, ich hätte gern die Hinrichtung. Okay, haben sie auch gewählt. Vielleicht hätte ich auch die andere nehmen sollen, aber... Gucken wir. Mehr habe ich ja, glaube ich, nicht. Nee, das war's. Okay, jetzt bin ich immer noch dieser doofe Elf. Welche Richtung wollen wir denn? Was ist denn das Hauptziel da hinten? Trumbock hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Ha! Diese Schande wird er nicht lange überleben. Fallen lassen und festhalten. Okay. Gut, jetzt hänge ich hier in einem Busch. Hab bemerkt, wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriegt, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da. Okay, viele scheinen hier nicht zu sein. Aber der... doch. Das ist eine Patrouille. Ich habe vorhin ein paar neue Spuren gesehen. Glaube nicht, dass die vom Waldläufer sind. Es sei denn, er hat vier große Klauen und einen Schwanz. Dämon! Dunkle Flügel brachten mich zu dir, um dich zu töten. Ah, dich kriege ich. Komm, noch sind deine Freunde nicht da. Da hast du noch gar keine Chance. Vergessen was? Jetzt verteidigt er sich. Jetzt kommt natürlich wieder so ein anderer Spacken. Ich bin kein Fußsoldat! Jawohl, Junge. Ja. Das kennen wir ja vom Batman schon, dass ich öfter mal in die falsche Richtung schlage. Endlich. Gut. Was mache ich jetzt damit? Aufsammeln. Aha. Seht, die Runen Elbenschmiede legen ihre großen Taten detailliert dar und erinnern mit diesen geheimnisvollen und mächtigen Gravuren an die Triumphe längst verblichener Krieger. Die Schmiede setzt arkane Handwerkskunst ein, um diese Runen zu erschaffen und zeichnen das Schicksal ihrer Feinde mit dem Metall Ithildien auf, welches sie in ihren Rüstungen, Schwertern und fabelhaften Bögen verarbeiten. So erschaffen die Elben für jede ihrer Waffen eine einzigartige Legende. Und mit
jeder großen Tat wächst die Legende weiter. Die Uruks werden die Waffen, die mit ihnen verziert sind, namentlich kennen. So wie es mit den Glamdringen und Orchrist schon tun. Und sie werden ihre unbeschreibliche Macht fürchten. Okay, also bringt mir das so einen kleinen, wie soll man sagen, Bonus, was so die Furcht der Orks angeht. Der Uruks. So weit haben wir es auch gar nicht mehr zu dem Typen hin. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen ja nur nicht jeden ausschalten, ne? Eine spektakuläre Grafik. Die Storyline gefällt mir jetzt auch schon. Ich komme natürlich noch nicht so ganz mit dem Kampfmodell klar, aber das dürfte sich wahrscheinlich schnell wieder geben. Oh oh. Hier scheint was los zu sein. Na los, es ist wieder ein paar mehr. Das wird auch nicht das Problem sein. Ich komme nicht dazu, die Typen hier endgültig Platz zu machen. Wo ist der komische Typ, der da die ganze Zeit wirft? Okay, jetzt wird's echt hart gleich. Ja, der wirft immer noch. Ich habe keine Chance gegen den. Der Typ da hinten ist es. Komm. Ich töte einfach alles. Und ich töte auch dich. Darf nicht mehr großartig getroffen werden. Weg. Holt euch einen Kopf. Scheiße, noch einer von den Viechern. Was hast du denn für ein Problem? Oh mein Gott. Oh, und wieder geht's los. Und wieder. Alter, ich mach mir hier... Oh. Nochmal konnte ich es nicht auswählen. Ich tötete dich bereits. Dann kamst du zurück und bedrohtest mich. Sieh dir an, wo du liegst. Immer noch voller Schreck, nicht wahr? Gut. Scheibenkleister. Da habe ich mir jetzt wieder was geleistet. Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Okay. Siehste, sammle Kräuter, um Gesundheit zu regenerieren.
Oh nein. Okay, den haben wir eben schnell. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lass die Elite eure Köpfe. Bleib standhaft und oh oh. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen hart für mich ist. Hab gehört, der Norm sei eine Horde wilder Ghule unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling. Okay, ich glaube, ich kann bei dem nichts machen. Scheiße. Dessen Macht angestiegen? Jetzt mache ich es einmal richtig. Das ist eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst. Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Schon länger überlebt als alle anderen und wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind viel zu beschäftigt in diesem Tag, als jemand, die dich zu bemerken. Okay, da sind ein bisschen viele. Der Sklave flieht! Halt! Ich habe etwas gesehen. Es ist der verdammte Tag! Zeit für einen guten Kampf! Ja! So, hoffentlich hat das jetzt kein anderer mitgekriegt. Ich muss nämlich den Weg weiter. Was eignet sich besser zum Foltern? Ein Brandeisen oder ein Hammer? Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Was soll das Gerede, dass sie Odun verlassen? Ich höre zum ersten Mal davon. Was ist mit dir? Hast du die Gerüchte schon gehört? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich unsichtbar für die bin gerade. Aber solange mich das jetzt gerade hier überlebt. Wer glaubst du, würde in einem Zweikampf gewinnen? Ein Elf oder ein Zauberer? Ja, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. So, jetzt bin ich gleich da. Riecht es für dich auch irgendwie nach Blut? Nö, das bildest du dir nur ein. Ich bin gleich da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und du? Auftrag starten. Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Okay. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt.
Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Getan, um ihn dir zu verdienen. Wenn ich welchen hätte, würde ich wenigstens ein wenig Antrieb haben. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Okay, also den leise ausschalten. Der dunkle Herrscher könne ganze Armeen in einem Atemzug zu Staub verwandeln. Es heißt, er könne mit nur einer Handbewegung ganze Berge versetzen. Was er erst mit dem Grabwandler anstellen wird, wenn er ihm begegnet. Ich hab einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Wir sollten lieber dort draußen sein. Ups. Und unsere Waffen an den Schädeln unserer Feinde schärfen. Was ist mit den Pfeilen da? Ich zerschmetter. Da ist der. Scheiße, hat mich alarmiert. Ich Idiot, Alter. Echt jetzt. Der Tag ist wohl abgehauen. Okay, ich bin dadurch nicht unsichtbar. Ich sehe einfach nur selber mehr. Scheiße, wie viele habe ich denn jetzt hier wieder am Arsch? Na los! Kann ich quasi runtergekickt. Aufgeschlitzt. Weil es anders nichts nützt. Dass ich den nicht einmal in Ruhe lassen könnte. Ich war doch gerade hier noch beschäftigt, Mensch. Wer mir das wenigste bringt, den schleife ich zu den Feuergruben. Okay, okay, okay. Der Tag ist längst weg. Da hinten ist noch irgendwo ein Schütze. Hier draußen kann alles Mögliche lauern. Die Dunkelheit bedeckt alles. Okay, okay, okay. So. Ich glaube einer... Ne, das waren alle Schützen. Wird den Grabwandler für seine Taten gegen den Herrscher bezahlen lassen? Töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Halt bloß die Fresse. Tote Hauptmänner lassen Runen fallen, die deine Waffen Boni verleihen können. Drücke Eingabe, um dir deine Waffen anzusehen.
Okay, du kannst deine Waffen mit Runen ausrüsten. Wähle deine Waffen mit 1, 2 aus. Drücke Leertaste, um die Runen anzusehen. Okay. Rüsten mit der Leertaste in einem beliebigen freien Runenplatz aus. Du kannst deine Waffe durch mit zusätzlichen Runenplätzen aufwerten. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Ja. So, was haben wir denn hier? Die Tötung eines Hauptmanns. Der Hauptmann stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Vollständig. Vollständig meine ich natürlich. Okay. Ich bin der Meinung, wir haben das jetzt ausgerüstet. Ja. Aber für den Bogen haben wir auch eine Rune. Und Chance von 30% bei dem tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit zu regenerieren. Sehr gut. Boshafte Stimmen. Halt, jetzt habe ich auf den Dolch die boshafte Stimme geknallt, ne? Okay, egal. Die ist wahrscheinlich nur für den Dolch. Mission haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Oh oh. The Gollum. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Ist das wirklich unser Schicksal, unser Leben? Okay, hier kann man jetzt zusätzlich noch immer lesen, was die Leute genau, oder wer die Leute sind. Gut, das war doch für den Anfang erstmal gar nicht schlecht. Ich werde natürlich den Aufträgen weitergehen und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Mittelerde Schlacht. Und deine, ja, ich habe mich verquatscht. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin wünsche ich euch was.